Mit dem E-Tretroller mal eben zum Fußballabend, ohne Mühe, elektrobetrieben. Weltweit neuer Verkehrstrend, der hier noch nicht zugelassen ist. Wird Deutschland überhaupt E-Tretrollerland? Lars Thüner in Köln hat nicht gewartet. Er verkauft seit Jahren, auch wenn Kunden solche Roller im Verkehr noch nicht nutzen dürfen. Die Leute schreiben mich an, rufen an und fragen, wann ist es denn beschlossen? Und dann sage ich, ja, meine Importeure werden dann liefern und die unsichere Lage, die soll einfach mal bald vorbei sein. Das verspricht der Bundesverkehrsminister. Ein Entwurf für die Zulassungskriterien liegt vor. Größter Knackpunkt bisher die Sicherheit. Daher soll gelten, nicht schneller als 20 Kilometer die Stunde, nur auf Radstreifen, sonst auf der Straße und keine Helm-, aber Versicherungspflicht. E-Tretroller, für Experten wichtiger Baustein im Verkehr der Zukunft. Gerade der Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln kann eben dazu beitragen, dass die attraktiver werden, dass ich nicht mehr nur darauf angewiesen bin, mit dem Rad zu fahren oder nur mit der Bahn, sondern dass ich Verkehrsmittel je nach meinen Bedürfnissen kombinieren kann. Im Ausland ist man da weiter, wie in Madrid, Tel Aviv, Paris oder auch in der US-Hauptstadt Washington. In den USA boomt das Geschäft. Anbieter sind millionenschwer. Vor allem die Sharing-Variante kommt hier gut an. Es ist so bequem, wenn man keine Lust auf Laufen hat. Ich habe Angst, dass ich umgefahren oder verletzt werde. Das soll die neue Verordnung in Deutschland verhindern, wenn sie denn wie geplant im Frühjahr kommt.